Dann willkommen in der numerischen Methoden für Strömungsprobleme, Vorlesung Nummer 3 im Wintersemester 2023/24. Wir haben das letzte Mal programmiert, und zwar einen Jacobi-Kletter, und haben dabei festgestellt, dass das Ganze irgendwie sehr langsam und mühselig war und das möglicherweise nicht nur daran liegt, dass wir es in Mathematica programmiert haben, sondern dass das Ganze an sich irgendwie langsam ist. Deswegen werden wir jetzt heute anfangen, damit uns zu überlegen, wie wir sowas schneller machen können. Wir werden es heute, wenn ich alles schaffe, was ich heute machen will, werden wir vielleicht schon sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir werden noch nicht so richtig ganz zum Ziel kommen. Dafür ist die Zeit heute nicht ausreichend. Aber wir beginnen mal damit, und zwar mit der Idee, dass wir ein Zweigitterverfahren mal zunächst ansetzen. Also, wir machen sozusagen da weiter, wo wir waren. Also wir hatten das Problem, also im Übrigen, für einen Mathematiker ist ein Problem kein Problem, sondern also das ist einfach, was ist dein Problem, ja, der wenn man kein Problem hat, dann hat man ein Problem als Mathematiker. Also unser Problem war, stimmt ja gar nicht. Also wir wollten die zweite Ableitung nach x ist 0, wollten wir mit einem Jacobi-Kletter beackern und haben festgestellt, das dauert lange. Wir sind jetzt noch in 1D, ja, wir kriegen mehrere Dimensionen, machen wir später auch noch. So, die Frage, weil das Ganze langsam war, ist die Frage, wie können wir das beschleunigen? Wie kann ich die Berechnung beschleunigen? Das ist eigentlich das, was man meistens machen will. Also entweder man will sie genauer haben oder man will sie beschleunigen. Übrigens, wenn man sie genauer macht, dann beschleunigt man sie in der Regel auch irgendwie, weil dann kann man sozusagen gröber auflösen. Ja, wir hatten das so ein kleines bisschen, man muss da aufpassen, dass man immer die Physik auflöst. Ja, ansonsten geht das nicht. Ja, aber damit ist sozusagen schon die erste Idee da. Also wenn wir gröber auflösen, sind wir wahrscheinlich schneller. Ne? Also die Idee Nummer 1 sozusagen ist, wir können einfach gröber auflösen. Wir nehmen ein gröberes Gitter. Ein gröberes Gitter hat natürlich das Problem, ganz offensichtlich, ist eventuell weniger genau. So, das ist jetzt für das Problem, das wir das letzte Mal hatten, nicht so wichtig, weil da ist eine lineare Funktion rausgekommen. Okay, ist wahrscheinlich egal. Aber wir werden trotzdem genau an diesem Problem weiterarbeiten, weil es jetzt einfach so simpel ist. Ja, und wir uns jetzt nichts Neues ausdenken wollen. Also, das ist vielleicht noch nicht so ganz das. Deswegen die weitere Idee wäre jetzt, wir nehmen ein grobes und ein feines Gitter zusammen und kriegen dann vielleicht die Geschwindigkeit von einem groben Gitter und die Genauigkeit von einem feinen Gitter zusammen. Das ist so zumindest die Idee. Wir werden noch nicht so ganz dazu kommen, aber das ist die Richtung. Also feines plus grobes Gitter. Nein. Also was Sie ansprechen, wäre eine Domänenaufteilung. Ja? Das ist in der Fluidmechanik wird das tatsächlich häufig so gemacht, dass Sie Bereiche identifizieren, in denen Sie weniger Genauigkeit brauchen und da gröber auflösen. Ja, ganz wichtiger Bestandteil solcher Methoden. Aber was wir heute machen, ist
uns den Fall angucken, den wir ja hatten, wo quasi alles mehr oder weniger gleich ausgesehen hat. Ja, was bedeutet, wir hatten jetzt eigentlich keinen Grund, an der einen Stelle fein aufzulösen und an der anderen grob, sondern wir wollen überall gleich auflösen. Also wir benutzen jetzt zwei Gitter, die übereinander liegen, und beides die gleiche Domäne abbilden. Das ist die Idee. Nicht die Idee, dass wir das Gebiet aufteilen in einen groben Teil und einen feinen Teil. Aber dann muss ich ja viel länger rechnen. Danach muss ich ja nicht nur mein feines Gitter ausrechnen, sondern zusätzlich noch mein grobes. Ja. Okay. Ja, okay. Wir werden. Naja, vielleicht sehen wir es im Bild. Aber ich bin da nicht. Ich bin unschuldig, ich habe mir das nicht ausgedacht. Aber diese Dinge gibt es und die scheinen sehr beliebt zu sein. Wollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen? Ja, gut. Wir gehen mal gucken, ob wir da hinkommen. Um da hinzukommen, müssen wir erstmal, das ist immer so, erstmal eine ganze Menge Theorie vorherschicken. Ja, wie wir da überhaupt hinkommen können. Also Sie sagen, wir müssen jetzt beides ausrechnen. Ja, wenn wir beides ausrechnen, dann haben wir natürlich mehr Arbeit, aber vielleicht helfen die sich ja gegenseitig. Ja, ja? So. Und eine Sache, mit der wir jetzt hier anfangen, also wir fangen mit etwas Theorie an, und zwar mit dem Theorie zunächst mal des Residuums. Das ist eine Geschichte, die für diejenigen unter uns, die sich nicht unter uns befinden, weil sie ja Fluid gewählt haben und nicht Solid Mechanics. Wenn sie Solid Mechanics gemacht hätten, dann hätten sie jetzt zeitgleich quasi eine finite Elemente-Vorlesung. Und bei den finiten Elementen spielen Residuen eine große Rolle. In der Fluidmechanik häufig ein bisschen in reduzierter Art und Weise. Also, ein Residuum, möglicherweise unbekannt, was das ist, ja, im Wesentlichen unbekannt. Also, das Residuum ist eine Abweichung der Lösung von der angestrebten Lösung sozusagen. Also, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit diesem Begriff, der ist ein bisschen wischiwaschi, insbesondere wenn man ihn allgemein verfasst. Man kann ihn eher greifbar machen, wenn man ihn konkret an einem Beispiel sich anguckt, also von einer angestrebten Lösung. Und das ist insbesondere bei finiten Elementen sehr einfach, aber wir machen jetzt keine finiten Elemente. Sie könnten jetzt sagen, die angestrebte Lösung ist die wahre Lösung. Ja? Dann wäre das Residuum einfach der Fehler. Aber das Residuum ist jetzt zwar ein Maß für den Fehler, aber es ist nicht direkt der Fehler, weil der Fehler ist etwas, was wir nicht kennen. Und das Residuum ist etwas, was wir mit unserer Lösungsmethode anstreben zu lösen, unter Berücksichtigung, dass diese Methode selbst fehlerhaft ist. Das heißt also, das Residuum ist ein Teil des Fehlers, den ich aus meiner Methode selbst bestimmen kann. Das ist nämlich das Wichtige. Ich muss das Residuum kennen, um damit zu arbeiten. Der Fehler ist unbekannt. Also das Residuum ist ein Teil des Fehlers, den ich aus der Lösung selbst bestimmen kann, aus meiner numerischen Lösung. Also, das heißt, wir sagen mal, für eine Approximation, also es gibt numerische Verfahren, insbesondere solche, mit denen ich mich beschäftige, bei denen man überhaupt kein Residuum bestimmen kann. Also, sagen wir, wir haben für eine approximative Lösung einer Funktion, sagen wir, f von x ist irgendwie b. Ja, solche Mathematiker schreiben gerne solche allgemeinen Probleme hin. Dann wäre
R ist gleich B minus F von X. Also wenn wir auf eine numerische Art und Weise dieses F von X lösen, das Residuum also das beim Versuch zur Lösung, beim Versuch die Gleichung zu lösen, was da übrig geblieben ist. Also wie gesagt, wir haben diese Gleichung jetzt approximativ gelöst. Ja? Das ist sozusagen unser, wenn ich mal hier irgendwie ein N dran mache, ein numerisches N, ja, auf die Art und Weise, wie ich es gelöst habe. Das ist das Residuum, das also das beim Versuch, die Gleichung zu lösen, übrig geblieben ist. Deswegen heißt es Residuum. Residuum ist das, was übrig bleibt. Also wenn Sie Holz verbrennen oder sowas, dann bleibt irgendwas übrig. Das ist die Asche, die ist dann... Es gibt irgendwelche Dinge, die nicht verbrennen. Das ist dann meistens irgendwie so Potassium oder so. Ja, das ist das Residuum. Wenn sie Holz verbrennt, bleibt irgendwas übrig. Das geht nicht in die Gasphase über. Ja. Das ist quasi hier das Gleiche. Sie lösen ein Gleichungssystem und dann ziehen Sie die Lösung von dem Gleichungssystem nochmal ab, setzen es sozusagen ein und dann bleibt, Sie setzen die Lösung nochmal ein und Sie sehen, das Gleichungssystem ist nicht gelöst. Also haben Sie ein Residuum. So, also zu diesem Ding zu sagen, es wird hoffentlich mit dem konkreten Beispiel ein bisschen einfacher. Das Residuum ist Punkt, Punkt, Punkt. Also auf jeden Fall ist es ein Maß für den Fehler, wobei es nicht der Fehler selbst ist, weil den Fehler kennen wir nicht. Deswegen, wie gesagt, es ist nicht der alleinige Fehler. Aber es hat den Vorteil gegenüber dem Fehler, dass es aus der numerischen Lösung selbst heraus ermittelbar ist. Also es ist bekannt. Das ist der Vorteil des Residuums. So, deswegen, was ist denn jetzt bei unserem Jacobi-Kletter, den wir da hatten? Eigentlich das Residuum. So, wir hatten das Ding so dargestellt, wenn Sie sich erinnern, wir hatten ein UN. UN, N ist der Ort, ja, und dann hatten wir Iterationsschritte I plus 1 ist UN plus 1. Vom vorhergehenden Iterationsschritt plus un minus 1 auch zum vorhergehenden Iterationsschritt geteilt durch 2. Das war unser Jacobi-Kletter für diese Gleichung, die zweite Ableitung von u nach x, ja, ist gleich 0. So, und die Lösung dieses ganzen Dinges soll ja jetzt sein, dass un einfach un plus 1 plus un minus 1 halbe ist. Ja? Sozusagen vom Iterationsschritt unabhängig. Das wäre die gewünschte Lösung. Ja? Das ist aber nicht notwendigerweise die Lösung, die wir gerade haben. Also sozusagen, was sein soll, das ist, was ist und was sein soll, ist eben unterschiedlich. Es soll aber sein, so dass für unsere Iteration un i plus 1
Weil wir können, okay, sagen wir, ich lasse mal das i weg, das ist eigentlich egal, ich mache einen Schritt plus 1 weg, also UIN, ja, soll ja sein UN plus 1, also sozusagen unabhängig vom Iterationsschritt, plus UN minus 1 beim Eden-Iterationsschritt. Also beim Eden-Iterationsschritt soll diese Sache ja schon gelten. Dann wäre der Eden-Iterationsschritt korrekt. Ja? So, das ist er aber mitunter nicht. Und deswegen gibt es hier ein Residuum. Damit ist also Rn von i, also das Residuum zu dem Zeitpunkt i, ist da dann un plus 1 zur Iteration i, un minus 1 zur Iteration i halbe minus un zur Iteration i. Das ist mein Residuum. Ja, wenn das Ding, wenn die Gleichung gelöst ist, dann ist das Ding 0. Klar, ich habe das UN auf die andere Seite gebracht. Ne? Also das ist das Residuum des Jacobi-Kletters. So. Wo ist meine Vorlesung? Hier. So, was kann man jetzt mit dem Residuum machen? Die erste praktische Aufgabe für heute quasi ist, wir können dieses Residuum dazu verwenden, Konvergenz festzustellen. Also wir erinnern uns, das letzte Mal habe ich gesagt, naja, das Ding braucht und braucht und braucht, jetzt brauchen wir halt irgendwelche Iterationen. Ich habe gesagt, stellen wir sie mal auf 300, stellen wir sie mal auf 400. Ja? So, wenn wir wissen wollen, wo das Ding stehen bleibt, können wir auch sagen, wir benutzen das Residuum. Also das Residuum kann als Abbruchkriterium für die Iteration verwendet werden. So, dann wäre jetzt mal mein Vorschlag, um gleich in die Praxis überzugehen, fangen wir damit mal an. Also, I have an empty sheet. Ich hoffe, dass I have an empty sheet heißt, wir müssen nochmal von vorne anfangen sozusagen. Und die Idee dahinter ist, ich habe das letzte Mal ganz stur von oben nach unten runter gerechnet. Wenn wir jetzt mit der Sache was anfangen wollen, dann müssen wir die Sache etwas kapseln, in dem Sinne, dass wir eine Funktion schreiben. Wir müssen das also sowieso nochmal irgendwie auf eine andere Art neu machen. Ich habe hier jetzt eine andere Tastatur als das letzte Mal und ich hoffe, dass das einigermaßen funktionieren wird. Das heißt, leider müssen wir jetzt noch ein ganz kleines bisschen mehr in Mathematiker-Funktionalität einsteigen. Ich mache mal hier den Comment, dass wir hier irgendwelche Funktionen hier hinschreiben in die erste Zelle. Also, wir definieren jetzt eine Funktion. Ist zu klein, soll ich größer machen? Nee, das heißt Jacobi. Ja. Ich habe in meinem Kopf gesagt, ich fand Jacobi so lustig. Okay, Sie müssen mit meiner Legasthenie leben. Nee, alles gut. Es ist. Ich wollte da
das nicht kritisieren oder so, oder irgendwie anfangen. Das klang so lustig in meinem Kopf. Jo, Kobi, ja, ich hatte, da gibt's noch viel schlimmere Dinge. Ich meine, wenn sie dann irgendeinen Blödsinn programmieren und sie müssen sich dann irgendwie daran halten, weil das Ding schon so heißt. Ne? Okay. Ich will hier eigentlich keinen Unterricht für Mathematiker machen. Also wenn Sie das interessiert, es gibt eine Vertiefung dazu, die ich auch natürlich sehr empfehle. Aber jetzt, wir müssen halt kurz darüber gehen, ja, damit wir irgendwas irgendwie implementiert kriegen. Also wir definieren eine Funktion. Das heißt, eine Funktion übernimmt irgendwelche Parameter. Sagen wir, wir nennen diesen Parameter, ja, wir hatten da irgendwie das letzte Mal u old, ich nenne ihn jetzt mal uo, ja. Also das ist die Liste der Zustandsvektor sozusagen, da wo wir unsere u's drin abspeichern, weil wir leiten ja u nach zweimal nach x ab, ja, also haben wir eine Liste von Stellen, an denen wir u haben. So, wir geben uns eine Zahl von Iterations vor. Okay, eine Sache, die ich gleich vergessen habe. Also in Mathematica ist ein Unterstrich ein Operator. Da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Denken Sie einfach, die Parameter werden hier dargestellt dadurch, dass wir hier einen Unterstrich geben. Ja? Das ist die Art und Weise, wie wir hier Parameter eingeben, wenn Sie interessiert, warum das so ist, können wir da später nochmal drüber reden. So, wenn wir jetzt wollen wir ein Abbruchkriterium angeben, das heißt, wir brauchen eine Toleranz, ne? Das noch als Parameter, okay? So, das definiere ich jetzt als Funktion mit Doppelpunkt ist gleich und jetzt kommt noch eine Sache, die ich jetzt auch nicht im Detail erklären will. Die heißt Module. Das heißt, das ist eine Programmkapselung. Module sagt, ist ein Scoping. Wissen Sie noch, was Scoping ist? Irgendwie von Programmierung von Herrn Schönherr, wenn Sie bei Herrn Schönherr waren. Okay. Also, was diese Sache tut, es definiert lokale Variablen. Ja, ich gebe hier eine Liste von lokalen Variablen. Das sind Variablen, die von außen nicht zugegriffen werden können und die andere Variablen von der gleichen Art auch nicht ändern. Das heißt, insbesondere dann ganz wichtig, wenn Sie die Funktion zweimal aufrufen oder wenn die Funktion sich selbst aufruft, ja, dann müssen diese beiden Inkarnationen der Funktion unterschiedliche Variablen haben. Ja? Deswegen ist das so wichtig. So, und hier drin, in dieser Liste hier oben, gebe ich die Variablen an, die ich hier intern verwenden werde. Also, wenn wir uns an letztes Mal erinnern, wir müssen eine Vorschleife machen über sämtliche Knoten. Dazu brauchen wir einen Iterator und diesen Iterator nenne ich jetzt xi. Also das i, indem wir über die einmal über die ganze Domäne laufen, dann müssen wir das ja zeitlich iterieren und diese zeitliche Iteration, die nenne ich den Index für die Iteration nenne ich jetzt mal ITR. Gut, dann wollen wir noch Wir interessieren uns auch noch für ein Residuum später. Dafür muss ich jetzt das Residuum ist ja am Ort verteilt. Ja? Deswegen muss ich jetzt ein Array erzeugen mit der Länge meines Eingang-Arrays U. Und das tue ich, indem ich hier sage, das ist ein Table, den ich mit Nullen fülle und der einfach die Länge längs
von diesem U, O habe ich es genannt, hat. Okay, so, das und dann brauche ich noch eine weitere Variable, die ich irgendwie Max-Residuum nenne. So, jetzt habe ich noch was anderes vergessen, fällt mir gerade ein. Ich brauche nämlich, ich brauche ja zwei Inkarnationen von meinem Zustandsvektor, ja, wie wäre ein U-New und ein U-Old. Okay, also das sind Dinge, ich hoffe, dass, damit habe ich Sie jetzt nicht verwirrt. Ich hätte sie auch erstmal unten hinschreiben sollen, aber das sind Dinge, die wir jetzt gleich brauchen. Ja? Also Iteration im Ort, Iteration über die Schritte, dann brauchen wir eine Tabelle für das Residuum, dann das Max-Residuum, okay, kommen wir, ist das wir für das Abbruchskriterium brauchen und dann brauchen wir nochmal zwei State-Vektors. Und diese State-Vektoren, ich bin mal so frei, diese State-Vektoren einfach mit dem Vektor zu initialisieren, der hier übergeben wird. Ja? Wir kriegen den, also das mache ich jetzt einfach mal bei beiden, einfach faulheitshalber. U, wer ist das old? U old ist dann U, U, O. So, das mache ich einfach mal bei beiden. Gut, dann ist die äußere Schleife ja die Iteration. No? Also das heißt, wir haben vor Iteration, also hier ist jetzt wichtig, dass wir diese, dass wir diesen Iterator hier benannt haben, sodass er sozusagen nicht mit anderen, anderen Funktionen, die sonst irgendwo aufgerufen werden, in Konflikt kommt. Ja? Diese Iteration, die beginnen wir bei 0 und wir zählen das irgendwie hoch, bis wir bei Iterations ankommen. Das ist übrigens ganz, also ganz wichtig. Also wir wollen ja eigentlich so lange iterieren, bis wir beim Abbruchkriterium angekommen sind. Ja? Aber beim Programmieren ist es wichtig, dass Sie nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich mache das so lange, bis ich da hinkomme, weil wenn Sie nie hinkommen, dann haben Sie damit Ihren Computer lahmgelegt und können dieses Ding möglicherweise nie wieder ausschalten. Deswegen ist es wichtig, noch eine andere Grenze anzugeben, dass Sie sagen, wenn Sie nach einer Million Versuchen nicht angekommen sind, dann hören Sie einfach auf. Okay? Deswegen ist das hier ganz wichtig. So, und dieses Ding zählen wir jetzt hoch. Und wenn Sie sich an letztes Mal erinnern, ist es in Mathematica eben so, dass die ganze Schleife innerhalb eines, eines Blocks hier ist. Okay, das ist halt Gewohnheitssache mit dieser Programmiersprache. So, was wir jetzt tun, ist das Max-Residuum müssen wir hier jetzt einmal initialisieren und sagen, wir setzen es auf 0. Ja? Also zunächst haben wir, weil wir haben jetzt noch kein Residuum festgestellt, deswegen sagen wir, es ist erstmal 0. Ja, oder eigentlich numerisch 0, 0 Punkt. Also, ist aber nicht wichtig. So, und jetzt gehen wir über die ganze Schleife. Und zwar machen wir das jetzt so, wir starten bei 2. Xi, also 2, weil wir den unteren Punkt weglassen. Ja? Erinnern Sie sich das letzte Mal dran? Wir haben die Sache mit dem linken Nachbarn und dem rechten Nachbarn. Und wir gehen bis... Wir gehen, bis wir kleiner sind, kleiner als U,
U, der reinkommt, U old. Also kleiner als die Länge, also das ist die Länge unseres Arrays. Ja, die können wir so auslegen. Und gehen das xi plus plus. Ich glaube, das ist anders, als wir es das letzte Mal hatten. Was wir jetzt machen, ist der Einfachheit halber, setzen wir eine Dirichlet-Randbedingung auf der linken und der rechten Seite, weil das, was ich nachher machen will, wäre mit einer Neumann-Randbedingung irgendwie deutlich komplizierter und würde die Vorlesung heute sprengen. Deswegen machen wir jetzt Dirichlet-Randbedingungen auf beiden Seiten, weil dann können wir das ganze System auf eine Art und Weise behandeln. Ja? Und das bedeutet, dass wir nur die inneren Knoten abarbeiten und an den zwei äußeren Knoten jeweils die Dirichlet-Werte setzen müssen. Deswegen starten wir von 2 und enden einen vorher. Ja? So, hier lösen wir jetzt unsere Gleichung. Und zwar ist das ja, wir nehmen ein U new an dem Index xi, ist unser U old an dem Index xi minus 1. An dem Index xi minus 1 plus u old an dem Index xi plus 1. Wenn Sie da mittippen, immer daran denken, das sind zwei Klammern. Ne? Also indizieren machen wir mit zwei Klammern, Funktionen machen wir mit einer Klammer. Und das müssen wir durch 2 teilen. So, und damit ist diese Schleife fertig. Innerhalb von so einem Block, so einem Modulblock, nicht vergessen, dass wir hier hinten Semikoli setzen müssen. Also wir sind jetzt einmal drüber gegangen. Was jetzt fehlt, ist das Berechnen der dieses Abbruchkriteriums. Also das Abbruchkriterium ist ja so. Mal sehen, das kann man jetzt irgendwie, das da oben kann man, das Residuum können wir jetzt quasi umschreiben. Ich stelle gerade fest, dass das hier, also das Residuum RNi, dieses da, ist ja sozusagen das UNi plus 1, minus das UNi, ne? Also weil das da ist ja UNi plus 1. Ja? So, deswegen, wenn wir das Residuum als Abbruchkriterium nehmen wollen, dann ist es natürlich unpraktisch, dass das Residuum sowohl positiv als auch negativ sein kann. Deswegen nehmen wir jetzt den Betrag des Residuums als Abbruchkriterium. Das ist irgendwie ein besseres Herangehen. Wie machen wir das? Wir müssen jetzt gucken, also wir haben unser Max-Residuum, das maximale Residuum, das uns bisher begegnet ist. Bevor wir irgendwas gerechnet haben, ist das maximale Residuum, das uns begegnet ist, 0. Ja? Und das müssen wir jetzt updaten. Als Max-Residuum. Ich habe hier die Autovervollständigung ausgeschaltet, damit, wenn ich damit Prüfungen abhalte, die Studie, das ist ja meine eigene, deswegen muss ich selbst jetzt alles tippen. Also Max-Residuum, an der Stelle
Nee, nichts an der Stelle I, Entschuldigung. Mal sehen. An Max Residuum ist ja, muss ich jetzt abfragen, wenn der Betrag, den Betrag schreiben wir in Mathematica mit Abs, das ist in anderen Programmiersprachen auch so, eingebaute Funktionen in Mathematica beginnen immer mit einem Großbuchstaben, deswegen ist es halt hier in dem Fall großes Abs. Ja? So, und dann wäre jetzt hier die, eben das U nu xi minus das U old xi. So, wenn dieses Ding, Entschuldigung, jetzt sind wir mit den Klammern durcheinander. Ja, genau. Also wenn dieses Ding größer ist, nein, nicht als größer ist als null, sondern es größer ist als Max Residuum, wenn das Ding größer ist als Max Residuum, dann muss das Max Residuum eben auf diesen neuen Wert gesetzt werden. Ja? Und ansonsten machen wir nichts. Max Residuum ist gleich das da. So, innerhalb eines Blocks immer Semikola setzen. Sind Sie noch dabei, mir zu folgen? Ja, gut. Von der Logik her. Schreibt also Max Residuum ist gleich, dann die If-Bedingung. Sie meinen, das ist zweimal ausrechnen, das ist ein bisschen blöd, gell? Ja, Sie können es einmal ausrechnen und speichern und ja, ich meine, das ist keine besonders schwerwiegende Rechnung. Ich versuche es irgendwie, es gibt Rechnungen, bei denen sollten Sie das definitiv nicht so machen. Ja. Also wir müssen erst diese Bedingung prüfen und dann können wir es eben entsprechend setzen. So, das war das if, genau. So. Also, dann haben wir jetzt letzten Endes in der Schleife das Maximum, das Residuum an irgendeinem Punkt gefunden, wenn wir hier durchgehen. Und als nächstes gehen wir uns halt, ist die Schleife zu Ende. Ach so, ja, nee, wir wollen noch das Residuum mit ausgeben, deswegen ist die Schleife, ist zwar diese Schleife zu Ende, wir wollen noch das Residuum mit ausgeben. Ja, genau, new. Und okay, wir können mal sehen. Sie haben ja selbst gerade gesagt, ich sollte nicht zu weit von meinen Unterlagen abweichen, weil ansonsten baue ich wahrscheinlich Murks. Aber trotzdem machen wir das jetzt. Also Sie haben ja gerade selbst gesagt, dass man es zweimal ausrechnet, ist irgendwie komisch. Das da ist ja jetzt unser Residuum an dieser Stelle. Das wollten wir uns ja eigentlich merken, sowieso. Ne? Also dann sagen wir mal, wir machen hier Residuum. Ich befürchte, dass ich mir jetzt irgendwie einen Vorzeichenfehler einhandle. Also mal ganz kurz das neu ausgerechnete minus das all. Tja. Okay, notfalls drehe ich das Vorzeichen nachher um. Wir haben Uhr
was ist es denn? UN plus, also Residuum, ist offensichtlich UNI plus 1 minus, also sozusagen das Neue minus das Alte. Genau, also U, das wäre U new XI minus U old XI. Okay, so, dann haben wir das da drin gespeichert und dann können wir das auch anders machen. Dann können wir hier sozusagen sagen, wir gucken uns jetzt das Residuum an dieser Stelle an. Okay, ich habe hier eine ganz wichtige Sache vergessen. Das ist natürlich das Residuum an der Stelle XI, ne? Ja, also Residuum, du um an der Stelle XI, wenn das größer ist als Max-Residuum, dann setze ich darauf, also wir müssen hier wieder den Absolutbetrag nehmen, dann setze ich die Sache jetzt hier drauf. Okay. Sind Sie damit immer noch genauso einverstanden? So, dann haben wir jetzt gleichzeitig das Residuum ausgerechnet als auch die Lösung. Ne? Ja, genau. So, wir haben das Residuum ausgerechnet und dann kommen wir jetzt aus dieser Schleife raus und jetzt ist es so, dass wir überprüfen müssen, ob wir innerhalb unserer Toleranz sind. Und wenn wir innerhalb unserer Toleranz sind, dann wollen wir aus der ganzen Sache ausbrechen. Und das machen wir so, indem wir sagen, wir machen ein if. If das Max-Residuum Residuum, wenn es grün wird, ist es richtig. Also dieses Blau, hier, okay, das hier ist falsch, weil es ist natürlich... Also wenn es blau wird, die Funktion soll nicht blau sein, ja, dann ist es ein undefiniertes Objekt. Ja, hier habe ich IF, großes F geschrieben, das ist einer meiner Lieblingsfehler tatsächlich. Und hier habe ich es klein geschrieben, wie gesagt, eingebaute Funktionen in Mathematica groß geschrieben, deswegen ist das hier, das for und if ist dann groß. Also Residuum. Wenn das jetzt kleiner ist als unsere Toleranz, dann soll er diese Schleife beenden und das geht durch einen Break-Befehl. Also der Break-Befehl lässt ihn aus der äußeren Vorschleife ausbrechen. Das ist die Idee. So, jetzt habe ich eine wichtige Sache vergessen, nämlich, dass wir noch vorher die Matrizen zu tauschen haben. Ja? Und wir tauschen sie jetzt tatsächlich. Also, nicht, also wir brauchen den alten auch irgendwie immer. Also wir machen jetzt wieder U new und U old ist gleich U old und U new. Das ist das Austauschen der Matrizen. Wir tauschen den alten mit dem neuen aus. So, wenn wir jetzt entweder genug Iterationen gemacht haben oder hier rausgebrochen sind, dann wollen wir nur noch das Ergebnis zurückhaben und das wäre dann return u, mal sehen, wo haben wir es denn hingeschrieben? Ah ja, wir haben das letzte Mal getauscht, also ist der neue Zustand jetzt in u old. Deswegen geben wir jetzt u old raus, genau. Und wir geben noch das Residuum raus. Oh, genau, so, die geben wir jetzt raus. So, mal sehen, bevor man irgendwas macht, abspeichern. Save as, wo sind wir?
So, nennen wir das mal wir sind noch nicht bei 2 Crit, aber sind wir mal optimistisch. 2 Crits, ja. Okay. Also, er kompiliert das. Jetzt haben wir schon die Hälfte unserer Zeit verbraten. Und wollen mal sehen, ob das irgendwie funktioniert. Ich mache jetzt hier in der neuen Zelle, mache ich jetzt mal hier Parameters. Also was brauchen wir an Parametern? Wir brauchen eine Anzahl von Knoten. Weil ich weiß, was kommt, bin ich mal so gemein und stelle die schon auf 33 ein. Wir brauchen irgendwie Max Iterations. So, Max Iterations, okay, nicht mehr als 1000, oder? Ja, und dann brauchen wir irgendwie unser U, nenne ich mal UU. Das ist irgendwie eine Tabelle. Tabelle, die mit erstmal mit lauter Nullen befüllt ist und die von U, die über I von 1 bis num Nodes geht. Also alles, was das jetzt bedeutet, soll Sie auch nicht verwirren, das ist eine Tabelle der Länge num Nodes, also der Zahl der Knoten, die wir aufbauen wollen, die mit Nullen befüllt ist. Aber das heißt nichts, das heißt natürlich nicht Table. Genau, danke. Immer aufpassen, was ich hier für einen Blödsinn schreibe. So, dann hätten wir noch irgendwie, ja, brauchen wir genau, um jetzt hier das zu machen, noch, ah ja, genau, wir müssen Anfangswerte setzen, genau. Also wir haben jetzt gesagt, wir setzen nur Dirichlet-Randbedingungen. Ja, und ich mache jetzt einfach mal den Vorschlag, dass ich am unteren Ende U, das heißt also sozusagen bei, nicht bei 0, sondern bei 1, setze ich den Wert auf 1 und bei U an der oberen Länge, wie komme ich zur oberen Länge? Das ist die Längs, also die Länge von U. Den setze ich auf 4. Whatever. Ja? So, das heißt, die Lösung wäre eine Gerade von 1 nach 4 über diese 33 Punkte. So, das sind jetzt meine Parameter. Und jetzt probieren wir mal aus, diese Funktion aufzurufen. Ja, Jacobi. Also wir geben ihr U, wir geben ihr die Zahl von Max Iterations und wir geben, was haben wir noch, wir brauchen eine Toleranz. Was geben wir als Toleranz? 0.0, machen wir nicht so klein, wir wollen erstmal sehen, ob hier irgendwas passiert. Okay, jetzt tief durchatmen und da drauf drücken und wir haben Jacobi nicht richtig geschrieben. Oder ich habe Jacobi. Ja. So, also irgendwas passiert und das ist jetzt die Lösung, die dabei rauskommt. Wir können das. Also, wir haben hier sozusagen, nenne ich das mal als U. Out, also das ist das Ergebnis, das rauskommt. Und das zweite nenne ich mal Residu. Wir sehen das Residu. So. Das ist gleich so, dass ich die Sache irgendwie aufgefangen habe. Also wir haben das Residuum nicht besonders klein gestellt. Wir stellen fest, diese Zahlen da unten sind hoffentlich alle kleiner als das, was ich hier als Residuum eingestellt habe. Wenn ich das hier kleiner mache,
die Toleranz kleiner mache, passiert hier überhaupt irgendwas? Ich frage mich, es scheint irgendwie nichts zu passieren. Mal sehen, das war so viel kleiner, dass es irgendwie nichts gebracht haben kann, oder? Ja, okay, also wir haben einen Fehler gemacht. Das heißt also, wir kommen heute nicht mehr dahin, wo ich hin wollte. Also irgendwo Max Residuum, also wenn Max, das muss irgendwie an dem es liegt nicht daran, dass die Iterationen zu wenig wären, weil Sie sehen hier, das hier ist sowieso schon alles sehr viel kleiner. Ja? Also bricht er zu spät, oder er bricht gar nicht ab, wahrscheinlich macht er halt 1000 Iterationen. Also aus irgendeinem Grund bricht er nicht ab. Muss das nicht größer, wenn das Residuum größer ist als die Toleranz? Also wenn das Residuum wenn das Residuum kleiner ist, dann soll er ausbrechen. Dann macht er dann einen Break. Also das, wenn das größer ist als das, dann setze ich es auf das new minus old. Okay. Ja, das ist natürlich die Krux, das ist die Krux beim Programmieren. Ja, man kann natürlich so ein furchtbares sein, das ist im Übrigen auch ein Problem von solchen Skriptsprachen. Die sind, das ist alles schnell, quick and dirty programmiert, aber beim Debuggen sind die kompilierten Sprachen sehr viel besser. Ja, das, also es scheint ja irgendwas mit dem Abbruchkriterium tatsächlich murksig zu sein. Max-Residuum, wenn das Max-Residuum kleiner ist als Toleranz. Was man natürlich machen kann, ist sich einfach mal dieses Max-Residuum ausgeben, worum er das, dann mache ich hier aber weniger Iterationsschritte, weil sonst killt er mir. So, das ist jetzt das berühmte, das ist das berühmte Print-Debugging. Wir stellen fest, er kommt da gar nicht hin. Warum kommt er denn da nicht hin? Habe ich das nicht ausgeführt? Okay. Habe ich da irgendwas so falsch geschrieben, dass er das nicht ausführen kann? If Max Residuum ist gleich 0, er versucht das irgendwie rekursiv. Das ist aber alles schön grün. Max Residuum. Also wir setzen erst Max-Residuum, okay, das ist Blödsinn. Entschuldigung. Habe ich das nicht ausgeführt? Okay, das sieht deutlich sinnvoller aus. So, dann machen wir dieses Printf-Debugging wieder raus, speichern das nochmal ab und führen diese ganze Sache nochmal aus.
und führen die Definition nochmal aus, kommen Sie eigentlich damit zurecht, das auszuführen? Ich wollte jetzt nicht so sehr auf Mathematiker eingehen und wie man da Blöcke ausführt, ja, weil ich eigentlich jetzt keine Mathematiker-Vorlesung halten wollte. Also wir sehen, das ist jetzt hier unsere Toleranz. Wir machen mal die Toleranz ein bisschen kleiner und dafür die Iteration ein bisschen größer. Wir machen die noch ein bisschen kleiner, glaube ich. So, jetzt kommt irgendwie wahrscheinlich was Sinnvolles bei raus. Jetzt können wir List Plot U Out uns quasi angucken. Ja, dass wir quasi dieses Verhalten kriegen, das wir quasi erwartet haben. Okay, gut, das war jetzt eine halbe Stunde haben wir noch. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zu dem Rest der Vorlesung. Mal sehen, soll ich das größer machen oder soll ich... Ich mache es mal größer. Dann muss ich hier wieder auf... Wie geht das? 100%? Ja. So, also wir waren... Wo waren wir? Also wir haben jetzt erstmal gesehen, wir können das Residuum benutzen, um als Abbruchkriterium zu dienen. Wir können aber auch eine Gleichung für dieses Residuum aufstellen. Das ist jetzt sozusagen die Idee, die uns letzten Endes dazu führen soll, das ganze, Ding schneller zu lösen. Also bisher haben wir ja noch nicht schneller gelöst. Also wir können eine Gleichung für das Residuum aufstellen. Ja, und wir nennen das jetzt R. Unser Residuum ist eine neue Größe dv nach dx, die im Prinzip genauso aussieht wie unsere ursprüngliche Gleichung. Ich habe nur die Variable umbenannt. Und also das heißt, wir haben einen Korrekturterm v, sozusagen eine Korrektur, die wir auf u zuführen müssten, um u zu korrigieren, wenn u falsch ist. Ja? Weil u ist ja falsch. Und das, die Idee dahinter ist jetzt, das ist wieder eine neue Differentialgleichung. Und diese neue Differentialgleichung können wir potenziell auf einem anderen Gitter lösen. Also nicht auf dem Ursprungsgitter, sondern auf einem gröberen Gitter. Diese Gleichung können wir auf einem gröberen Gitter lösen. So, das würde jetzt eben bedeuten, wir haben jetzt ein Rn. Wenn wir diese Gleichung diskretisieren nach der Regel der zweiten finiten Differenz, das ist also Vn minus 1 minus 2 Vn plus Vn plus 1. Das ist der Stenzel für die zweite finite Differenz geteilt durch dx hoch Quadrat. Ja? Haben wir das letzte Mal auch hergeleitet und haben wir tendenziell, wenn Sie bei mir numerische Ingenieurmethoden hatten, auch da gelernt.
Vielleicht. Wissen Sie, wie lange es her ist, dass ich studiert habe? Ja, das Problem ist aber, dass man das halt sonst eher meinen Sie, gar nicht anwendet. Meinen Sie, ich mache den ganzen Tag dieses Zeug da? Im Leben, Matt? Nein. Ja, nein. Also, ja, okay, ich muss mir die Sachen, also bei mir ist es noch peinlicher, wenn ich es nicht weiß. Ja? Zumindest lernen es ja jedes Jahr. Wenn ich okay, also das lehre ich jedes Jahr. Okay, die Ableitung lehre ich jedes Jahr. Das, also die Vorlesung hier halte ich jetzt zum ersten Mal. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht zu großen Mist baue. Also wir wollen ja jetzt das wieder über ein Jacobi-Kletter lösen, deswegen lösen wir jetzt hier nach diesem, wo ist das, hier, also wir lösen nach diesem Kerl hier auf und machen wieder unsere Iteration. Ja, also das soll sozusagen immer gelten, das ist ein zeitunabhängiges Problem, ja, da wollen wir hin iterieren. Also wir benutzen jetzt wieder einen Kletter, das heißt die Iteration i plus 1 ist dann, das sieht wieder so ähnlich aus wie eben, aber nicht ganz genau gleich, das vn plus 1 i durch 2. So, und jetzt haben wir hier noch dieses, ach ey, es sieht ja alles gleich aus, das soll ein r sein, ne? Minus rn durch 2 mal Delta x². So, also das Wichtige ist, wir sind jetzt auf einem anderen Gitter. Das, ansonsten würde das Ganze auch nichts bringen. Delta x muss nicht das Gleiche sein. Wie bei u. So, wir stellen uns jetzt Folgendes vor. Ich habe hier so ein schönes Gitter, das benutze ich immer. Jetzt mache ich ganz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1, ja doch, ja, 1, 2. Also, wir machen mal 9 Punkte, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, was hier wichtig ist, es wird später noch klar, die Abstände sind jetzt irgendeine Zweierpotenz. Also sind es 8 Abstände, deswegen sind es 9 Punkte. Und sagen wir, das hier ist unser Gitter, U0, und das hier wäre jetzt quasi von, in dem Fall unser U9. Also hier drauf wird U berechnet. Und wir haben ein anderes Gitter, auf dem wird V berechnet. Hier wäre jetzt V0 an der Stelle. Und dieses Gitter ist jetzt, hat die, nur die Hälfte der Punkte. Nein, Moment, hat die Hälfte der Abstände. Die Hälfte der Abstände. Okay? Das heißt also, hier sind 9 Punkte und hier sind 5 Punkte. Ja, also 8 Abstände und 8 mal Delta x bei dem einen und 4 mal Delta x bei dem anderen. So, jetzt sollen diese beiden Dinge miteinander kommunizieren. Also ich will ja die eine Differentialgleichung, mit der ich u lösen will, will ich ja auf dem feinen Gitter lösen. Das will ich aber nicht ewig iterieren, sondern ich will nach einer kurzen Zeit stehen bleiben, mir mein Residuum nehmen und der anderen Differentialgleichung sagen, mach mir jetzt mein Residuum da weg. Ja? So, wenn ich damit erfolgreich bin, dann muss ich aber noch dafür sorgen, dass diese beiden Gitter miteinander kommunizieren können. Und das Problem ist ja, die haben nicht die gleichen Punkte. Deswegen muss einerseits eben Information V
von V auf U und andererseits von U auf V. So, und diese beiden Dinge bezeichnet man einerseits als Restriktion und Prolongation. Restriktion, also wir haben hier die Restriktion und hier ist das Folgende, dass das Residuum, das wir auf dem feinen Gitter ausrechnen, muss vom feinen auf das grobe Gitter übertragen werden. So, und im Prinzip hört sich das gar nicht so schlimm an. Denn wir haben ja an jeder Stelle, wo wir einen feinen Punkt haben, einen feinen Knoten haben, haben wir auch einen groben Knoten. Ja? Deswegen könnten Sie jetzt auf die Idee kommen, einfach den Wert an dem feinen Knoten zu nehmen und den auf den groben Knoten zu übertragen. Dieses Vorgehen bezeichnet man als Injektion. Injektion, das wäre das Übertragen oder nee, also Entschuldigung, übertrage die Residuen des feinen Gitters an die überlagerten Punkte über die überlagerten Punkte des groben Gitters. So, das ist, wie Sie mein Gesicht schon angesehen haben, jetzt male ich hier ein anderes Gesicht, mal sehen, ob ich irgendwie Daumen nach unten, okay, Sie sehen nicht besonders überzeugend aus, sollte ein Daumen nach unten sein, okay, der hat halt so dünne Ärmchen. Das ist keine gute Methode, das zu machen. Also, was dabei passiert, ist, dass die Hälfte der Residuen geht dabei verloren. Aber es passiert noch was anderes. Also sie bleiben unberücksichtigt. So, diejenigen, die bei mir Modellierung gehört haben, müssten eigentlich noch auf ein anderes Problem anspringen. Aber ich weiß, das ist 4 Jahre her und das ist alles ziemlich kompliziert. Und das ist auch eine Sache, die gerade bei den Bauingenieuren wenig thematisiert und verstanden wird. Ich habe es aber erwähnt. Es gibt ein spezielles Problem, also Leuten, die Elektrotechnik studieren, wäre das auf den ersten Blick klar, weil die viel mit solchen Systemen zu tun haben. Also da wird viel mit Signalen gearbeitet und Signale werden irgendwie verändert, digitale Signale, ja, da wird Information rausgenommen und Information dazugestellt. Also insbesondere wenn Sie jetzt zum Beispiel an Musikaufnahmen denken, ja, das sind ja sozusagen zeitlich abgetastete Werte, ja,
Und dann weiß man irgendwie, naja, man hat so eine Hörschwelle von 28 Kilohertz. Und das heißt, was bedeutet das für die CD zum Beispiel oder für andere Musik? Ich denke. Wie hoch muss sie sein? Doppelt so hoch sein. Ja, was passiert sonst? Sonst gehen Frequenzanteile verloren. Das ist ja die Frage, ob Frequenzanteile verloren gingen. Weil wieso würden sie verloren gehen, wenn sie nur bis 28 Kilohertz hören können? Warum brauchen sie dann das Doppelte, damit keine verloren gehen? Das Verloren gehen ist nicht das Problem. Ja, wir haben einen Effekt, der nennt sich Aliasing. Also, Aliasing hat was mit Fourier-Transformation zu tun. Das kann man alles über Fourier-Transformation erklären. Fourier-Transformation machen wir auch nicht in dem Maße, wie wir es sollten. Kommen Sie von einer anderen Universität eigentlich, ja? Sie auch? Nee, von hier, aber ich habe im Bachelor Maschinenbau studiert, deswegen. Okay, also da könnte ich mir vorstellen, dass da Fourier-Transformation irgendwie durchkommt. Ein bisschen gehabt, ja, und ja, in der Anwendung, genau. Ja, also, was da genau passiert, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema und wir haben auch nur noch 17 Minuten für heute. Was passiert ist, dass in der Mitte des Frequenzspektrums, also wenn wir uns die Frequenzen auftragen, von der niedrigsten Frequenz zu der höchsten Frequenz, dann wird ein abgetastetes Signal in der Mitte gespiegelt. Ja, das heißt also, die Frequenzen, die in der höheren Hälfte sind, werden auf die untere Hälfte drauf gespiegelt. Deswegen muss die obere Hälfte des Signals muss leer sein. Da darf nichts stehen. Ansonsten wird aus einer sehr hohen Frequenz eine sehr niedrige Frequenz. Also irgendwas, was ganz schnell schwingt, ja, aber was sie nicht abgeschnitten haben, das wird dann zu einem Rum. Ja? So, dieses Problem hat nur was mit dem Sampling und dem Übertragen zu tun. Das heißt, wir hätten hier genau das gleiche Problem, weil wir halbieren ja jetzt sozusagen unsere Daten. Und wenn in unseren Daten Frequenzen drin sind, die hoch sind, aber nicht so hoch, ja, also wenn da hochfrequente Daten drin sind, dann würden wir die auf tiefe Frequenzen herunterspiegeln und dann wäre unser ganzes Signal dadurch zerstört. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass da keine hohen Frequenzen drin sind. Und wir sorgen dafür, dass da keine hohen Frequenzen drin sind, dass wir das Signal vorfiltern. Dass wir höhere Frequenzen erstmal platt machen. Das war jetzt Signaltechnik in 2 Minuten. Also, Aliasing-Gefahr. Aliasing-Gefahr beim sogenannten Downsampling. Und das ist sozusagen die Verletzung des Shannon-Theorems. Haben Sie schon mal von dem Shannon, des Abtast-Theorems, ich nenne es lieber Abtast-Theorem, Abtast-Theorem ist der generische Name. Abtast-Theorem, Nyquist-Theorem, Shannon-Theorem, Katolnikow-Theorem, alle möglichen Leute haben das Ding erfunden. Also Abtast-Theorem. Vielleicht hat man das Wort schon mal gehört und weiß nicht, was es ist, aber Abtast-Theorem ist das, was dafür sorgt,
dass es Eliza gibt, dass man sozusagen, wenn man ein Signal abtastet und man will vermeiden, dass die falschen Frequenzen bei rauskommen, muss man das mit der doppelten Frequenz abtasten, die da drin maximal vorkommt. Das ist das Abtasttheorem. So, und um das zu vermeiden, wird gefiltert, und das machen wir durch eine Mittelung. Das machen wir durch eine Mittelung, und die Mittelung sieht dann so aus. R, nennen wir es jetzt mal G, es kommt auf das Grobe, X wird dann gesetzt zu R auf dem feinen Gitter, X minus Delta X fein, das heißt einen Schritt weiter links, plus, Sie sehen, das ist quasi eine, nein, das ist nichts. Okay, also wir nehmen, das ist nicht die einzige Möglichkeit, das zu filtern, aber das ist jetzt mal die wir hier verwenden. Also wir nehmen zweimal den Knoten selbst und zweimal und jeweils einmal den links und rechts von ihm, f x plus Delta x, und wir teilen das Ganze durch 4. So, und was wir damit machen, ist, wir filtern die hohen Frequenzen. Okay, ich vermute, wir kommen zu der Prolongation nicht mehr. Das machen wir einfach nächste Woche nochmal dazu. Jetzt lassen Sie mich mal kurz das hier, das und hier Zeichen einfügen, Ansichtsbreite. So, mein Vorschlag ist, wir benutzen diese 12 Minuten. Wir machen ja gerne ein bisschen Programmieren, um das jetzt noch zu implementieren. Es sei denn, Sie wollen lieber noch mehr Theorie machen. Also nennen wir das Ding jetzt, wir machen eine neue Funktion, ja? Nennen wir sie Restrict, und die kriegt irgendein, ein Residuum irgendwie rein, ein Parameter, ja. Und wir machen hier wieder ein Modul, Modul isoliert unsere Variablen. Die Variablen, die schreiben wir jetzt hier oben rein. Wir brauchen wieder einen Iterator, den nennen wir XI, den packen wir da rein. Und wir brauchen ein Array von der halben Länge. Also das wäre dann res C. Und dann machen wir eben eine Tabelle, die füllen wir erstmal mit Nullen und nehmen sie von der Länge des der Länge der ursprünglichen Tabelle U, die heißt Res, und teilen diese durch 2. Okay, machen wir es erstmal so. Dann machen wir vor xi ist gleich 1, xi kleiner diese Länge längs Rest, haben wir sie jetzt genannt, halbe, zählen wir dieses Ding hoch. XI plus plus
und geben dieses Ding jetzt, rechnen dieses Ding aus. Das heißt, das ist Res C an der Stelle xi wäre ein Viertel. Ich erlaube mir, ein Viertel als 0,25 zu schreiben. So, also wir gehen jetzt den doppelten Schritt. 2 mal xi minus 1. Ja, wir zählen. Auf dem anderen Gitter müssen wir sozusagen Zweierschritte machen. 2 mal xi minus 1 plus 2 mal res an derselben Stelle, also 2 mal genau, 2 mal xi plus res 2 mal xi minus 1. Diese Klammer zu und hier brauchen wir ein Semikolon. So, dann brauchen wir hier hinter ein Semikolon und dann machen wir ein Return. Also das gibt uns diese Sache zurück und die nennen wir Res C. Return. Okay. Irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, dass das stimmt. Aber wir werden uns das angucken. Gut. Da fehlt eine Klammer in dem Rest. Die Doppelklammer, ja, genau. Das ist irgendwie... Hä? Diese geht... Genau. So, jetzt haben wir ja da unten so ein Residuum ausgerechnet. Jetzt müssen wir eigentlich durch Restrict auf Residu, ne? Residu müssten wir jetzt ein restriktiertes Residuum zurückkriegen. Gut, das ist das Ergebnis. Wir können uns nochmal Residu selbst angucken. Also das eine ist hier ein bisschen gefiltert. Wir können im Übrigen auch nochmal angucken, wir können uns mal angucken, wie das überhaupt aussieht, ja? Also Restu. So sieht Restu aus. Oh. Oh, ich habe das Restu hat schon irgend. Das Restu hat schon irgendwie ein komisches Problem, fällt mir gerade auf. Wir haben anscheinend das Residuum irgendwie schlecht ausgerechnet. Warum ist denn das Restu bei jedem zweiten Null? Okay, sieht so aus, als wäre das möglicherweise ein Problem. Warum ist das denn bei jedem zweiten auf Null? Interessantes Phänomen. Okay, also hier. Interessanterweise, na gut, das hier ist offensichtlich ein sehr hochfrequentes Signal. Ja? Also der Fehler hat jetzt den Vorteil, dass wir uns ein sehr hochfrequentes Signal angucken können. Und feststellen,
er nimmt diesen, er nimmt von diesem Teil hier, wenn ich das mal einfach Listplot, dann wird er von diesem hochfrequenten Signal, ja, also hat er ein hat er diese hohe Frequenz rausgenommen. Also das hat schon mal funktioniert. Ja, es liegt jetzt aber daran, dass an dem Restu irgendwas komisch ist. Also wir haben, als wir das Restu rausgeschrieben haben, ist irgendwas schiefgegangen. Das sollte nicht in jedem zweiten Schritt verschwinden. Das ist irgendwie nicht in Ordnung. Warum ist das denn so? Sieht irgendjemand einen offensichtlichen Fehler an dieser Stelle? Das Restu ist ja erst unten definiert. Ja, das Restu, aber das Restu ist das Ergebnis von dem Jacobi-Kletter. Mhm. Ja, der schreibt das hier rein. Nachdem er den hier abgedatet hat. Kann es sein, dass er einfach sozusagen doppelt so viele Punkte nimmt? Also er nimmt trotzdem alle Punkte aus diesem Gitter hier? Nee, das ist ja noch, das hat ja gar nichts damit zu tun. Das Problem, das ist mir vorhin nicht aufgefallen, weil wer guckt sich diese Dinge an? Ja? Das ist ja noch das ursprüngliche Gitter. Also das Ergebnis sieht ja in Ordnung aus. Und das Residuum hat genauso viele Einträge. Das könnte mal sehen. Vielleicht mache ich mal. Nee, es ist aber auch dann schon so, wenn wir bei einer niedrigeren Toleranz abbrechen. Ja, es hat genauso viele, es hat auch, sehen Sie, wir sind hier auch bei 33. Also das war U out ist auch da. Also das hat gut funktioniert, aber das Berechnen des Residuums hat irgendwie einen. Ja, wenn wir jetzt uns hier das Restu also was ist eine hohe Frequenz? Wir machen mal also, das ist eine hohe Frequenz. Sie sehen, das oszilliert. Also es gibt einerseits diesen Buckel, der hat eine niedrige Frequenz, aber die Dinge oszillieren, die oszillieren mit sozusagen mit der Maximalfrequenz, die das Gitter hergibt. Ja? Und wenn wir jetzt die Restriktion machen, dann hat die Restriktion hat hier keine. Die Restriktion ist in dem Fall auch irgendwie kleiner geworden, ja, weil natürlich sie immer hier mit 0 gekoppelt ist. Wir haben jetzt auch tatsächlich 5:30. Tut mir leid, dass es beim Programmieren kann es immer vorkommen, dass man irgendeinen Fehler einbaut, den man nicht so unmittelbar sieht. Ja, das ist die Gefahr, wenn man in der Vorlesung programmiert, ja, insbesondere wenn man das mittwochs abends macht. Das macht die Gefahr noch ein bisschen höher. Es ist ja ganz schön, dass wir wenigstens so auf die hohen Frequenzen gekommen sind. Der Vorschlag ist jetzt einfach, ich gehe halt nochmal gucken, was,
was da los ist, und dann lösen wir das Problem, also das Debuggen gehört auch immer zum Programmieren dazu, dann lösen wir dieses Problem nächstes Mal und machen damit weiter, wie wir die Informationen auch von dem feinen Gitter, nein, von dem groben Gitter auch wieder zurück auf das feine Gitter bringen und dann eben beide Gleichungen zusammen lösen. Und das machen wir, wie gesagt, nächstes Mal. Ich hoffe, dass wir dann wieder zahlreich uns hier einfinden und wünsche Ihnen eine schöne Woche.